Im heutigen Video möchte ich dir das Maverick Protocol vorstellen. Das soll nämlich eine revolutionäre Plattform sein, die den Handel auf dezentralen Börsen völlig neu definieren möchte. Ob es das auch wirklich schaffen kann und wie auch die Zukunft des Projektes aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Über ein Like und ein Abo, wenn dir mein Content gefällt, würde ich mich freuen. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich widme den Großteil meiner Zeit der Erstellung meines Wochenberichtes, um dir eben fundierte Empfehlungen und Analysen bieten zu können. Wenn du also noch kein Mitglied bist, solltest du dir das stark überlegen. Die Themen meines letzten Berichtes siehst du hier. Ich lade dich also herzlich ein, selbst mal einen Blick darauf zu werfen. Es lohnt sich garantiert. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Zentral für das Projekt ist der Automated Market Maker, kurz AMM. Dieser ermöglicht es uns Nutzern, die Kapitaleffizienz zu maximieren, indem er die Liquidität automatisch dort konzentriert, wo eben die Preise sich bewegen. Mehr Kapitaleffizienz bedeutet dann letztendlich auch flüssigere Märkte. Und das wiederum führt zu besseren Preisen für die Trader und höhere Gebühren für die Liquiditätsanbieter. Aber wie funktioniert das genau? Stell dir einfach vor, die Liquidität in deinem Pool passt sich automatisch an die Preisbewegung an, ohne dass du ständig eingreifen musst. Und das spart natürlich nicht nur Zeit, sondern auch die hohen Gasgebühren, die sonst eben beim manuellen Anpassen deiner Position anfallen würden. Aber da gibt es noch mehr, denn du kannst als Liquiditätsanbieter auswählen, ob du den Preis eines Assets in nur einer Richtung folgen möchtest. Und das ist im Grunde genommen eine Wette auf die Preisentwicklung eines bestimmten Tokens. Und wenn du dich fragst, wie das von Vorteil sein kann, nun, indem du eben dich auf ein Asset konzentrierst, kannst du potenziell höhere Gewinne erzielen, wenn eben deine Preisprognose zutrifft. Und diese technologischen Neuerungen sind schon ziemlich interessant, wie ich finde, und manche sprechen hier sogar von einem Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie eben Smart Contracts Liquidität verwalten. Und Maverick steht hier an der Spitze dieser Innovation als quasi der erste Dynamic Distribution AMM, der eben in der Lage ist, Liquiditätsstrategien zu automatisieren, die bisher eben den täglichen Einsatz von Metaprotokollen oder auch eben eine tägliche Wartung erforderten. Im Gegensatz zu vielen anderen AMMs, die oft nur altbewährtes neu aufwärmen, bringt Maverick, wie ich finde, frische, innovative Ideen mit. Wir wissen ja, wie einfach es scheinen kann, auf einer dezentralen Börse zu handeln. Wenn du das schon mal gemacht hast, weißt du ja einfach Asset auswählen, tauschen und fertig. Das klingt simpel, aber der Teufel, wie du auch weißt, steckt im Detail. Besonders wenn es um das Balancieren der Interessen von Trader und auch Liquiditätsanbietern geht. Jetzt aber mal zu ein paar Bedenken, die ich habe. Das betrifft vor allem die Sicherheit und Effizienz dieser Liquiditätspools. Maverick hat ja ein ziemlich fortgeschrittenes System entwickelt, das darauf abzielt, die Kapitaleffizienz zu maximieren und Marktineffizienzen zu reduzieren. Und das klingt ja erstmal super, aber hier ist der Haken. Ich frage mich, ob diese hohe Effizienz die Marktstabilität langfristig beeinträchtigen könnte. Durch nämlich speziell gestaltete Liquiditätspools, die darauf ausgerichtet sind, Kapital effizienter zu nutzen, könnte es zu einer erhöhten Preisvolatilität kommen. Solche Pools könnten dann bei Marktstress schneller zu Preisabweichungen führen, da diese möglicherweise nicht ausreichend diversifiziert oder gegen eben plötzliche Marktbewegungen abgesichert sind. Wenn dann das Maverick-Protokoll sehr attraktive Anreize für Liquidity-Provider bietet, könnte das dann letztendlich dazu führen, dass eine große Menge an Liquidität in spezifischen Pools konzentriert wird. Und diese Zentralisierung kann dann logischerweise auch Risiken wie Marktmanipulation oder erhöhte Anfälligkeit für gezielte Angriffe erhöhen. 2023 war schon ein großes Jahr für das Projekt. Ein On-Chain-Volumen von über 2 Milliarden Dollar wurde erreicht und auch die Verteilung von 30 Millionen MAV-Tokens an die ganzen frühen Nutzer. Aber hier kommt ein interessanter Punkt. Bei einem Gesamtangebot von 2 Milliarden MAV-Tokens sind derzeit nur 250 Millionen im Umlauf. Und das sind gerade mal 12,5%. Es kommen also noch eine Menge Token auf den Markt. Besonders in diesem Sommer wird es sehr spannend. Da bekommen nämlich die ganzen frühen Investoren ihre Token und das könnte dann zu hohem Verkaufsdruck führen. Und während ich hier wirklich nicht bezweifeln möchte, dass Maverick für seine ganzen frühen Investoren und auch die Gründer ein voller Erfolg sein wird, fällt es mir persönlich sehr schwer, einen Vorteil für uns Investoren zu sehen. Maverick könnte eine großartige Weiterentwicklung in der Funktionsweise
von Liquiditätspools sein. Aber es scheitert, wie ich finde, wenn es darum geht, das Risiko mit der Belohnung abzuwägen. Für den allgemeinen MAV-Token-Inhaber gibt es halt eben auch nur wenig Vorteile, Eigenkapital zu halten, wenn man bedenkt, dass fast 90% des Angebotes von Maverick in den nächsten 6 Jahren auf den Markt geworfen werden. Der Grund, warum MAV, jedenfalls wie ich finde, seit seiner Veröffentlichung nicht mehr als irgendwie 70% gefallen ist, liegt einfach darin, dass die frühen Investoren ja erst jetzt im Sommer die Token erhalten werden. Also bei den aktuellen Marktbedingungen, bei denen im Maverick die Erwartungen nicht wirklich erfüllt und ohne wirklichen Kaufdruck gibt es, wie ich finde, nicht genug Interesse an dem Projekt, um die derzeit verfügbaren wenigen Token zu rechtfertigen. Und das bedeutet auch, dass es nicht genug Liquidität geben wird, um den Verkaufsdruck in diesem Sommer zu bewältigen. Das Verlustrisiko ist also für jeden, der überlegt, in das Projekt zu investieren, ziemlich groß. Aber was denkst du denn darüber? Hatte Maverick das Zeug, die Landschaft der AMMs zu revolutionieren, wie sie es behaupten, oder sind hier die Risiken zu groß? Schreib es auch gerne mal in die Kommentare, deine Meinung würde mich interessieren. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!